Ich heiße herzlich willkommen zum Omega-Sendruck von der Gladiator Guild Manager Prologue Version. Mit anderen Worten, es ist eine Demo und wie auch im Endeffekt der Name des Spiels schon sagt, es ist ein Spiel, wo man eine eigene Gladiatoren-Gilde hat. Man muss sich um die kümmern, muss seine Krieger trainieren und dann irgendwann in den Kampf schicken. Gleichzeitig finde ich es sehr interessant, denn die Entwickler, wenn ich das richtig sehe, sind von einem Spiel, das wir in der Vergangenheit schon mal gespielt haben, mit Scheming Through the Zombie Apocalypse. Und es war ein Spiel, das mir insgesamt sehr gut gefallen hatte. Es hatte meines Erachtens sehr coole Ideen, wenn auch leider insgesamt ein sehr kurzes Spiel war. Und dann haben wir gleichzeitig ein Thema, ein Genre, mit dem ich auch schon in der Vergangenheit einiges zu tun hatte, wie zum Beispiel mit Domina. Und dementsprechend hier zwei interessante Aspekte, die mich auf dieses Spiel so ein bisschen aufmerksam gemacht haben. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal so ein kleines bisschen, was hier auf einen zukommt. Als allererstes muss man anmerken, das, was ihr hier seht, ist das allererste, was man bekommt, wenn man das Spiel startet, abgesehen von diesem Unity-Einstell-Launcher, wo man ein paar Sachen machen darf. Wird auch hier unten in der Ecke angemerkt, dass Localization nur in der allerletzten Minute eine Idee war, aber scheinbar sind da noch so einige Sachen nicht dabei, die vielleicht hundertprozentig perfekt sind, aber ist eine Demo, das heißt also, hier sind so ein paar Sachen, mit denen man aktuell einfach mal leben muss. Aber gleich hier von Anfang an, dementsprechend zeige ich es auch, was man theoretisch jetzt schon machen kann, beziehungsweise in der Zukunft dann sich auch vielleicht noch besser erhoffen darf. Damit kommen wir zum Hauptmenü. Und da sind gleich wieder zwei Punkte, die man anmerken darf. Und zwar als allererstes, der Sound war viel zu laut, das wollte ich euch nicht antun. Also dachte ich mir, gehst du schnell in die Option, passt das an und dann starte ich das Spiel neu, denn es gab einen Splash-Screen, der nochmal da ein bisschen auf die Entwicklung des Spiels hinweist. Das Schöne ist jedoch, der Sound wird nicht gespeichert von den Einstellungen und dann, Nummer 2, der Splash-Screen taucht nicht mehr auf. Großes Kino. Auf jeden Fall, da wurde im Endeffekt hervorgehoben, das Spiel ist noch in Entwicklung und sie haben nach 20 Monaten entschieden gehabt, dass man wenigstens mal eine Demo herausbringen könnte oder logischerweise das, hey, das Spiel ist noch nicht fertig, etc. So, bevor wir loslegen, die typischen Sachen wie Wishlist ist da, New Game Tutorial, finde ich sehr interessant, ich denke, das müssen wir auch dann machen, aber vorher natürlich Optionsmenü und ich sage einfach mal, weil es eine Demo ist, geht das so in Ordnung, abgesehen davon, dass das hier nicht gespeichert wird. Und ich finde es auch sehr interessant, was bedeutet Restart? Ich dachte Restart in der Logik, dass vielleicht der Save, der gestartet worden ist, damit entfernt wird. Aber ich kann mir vorstellen, dadurch, dass Continue ja auch hier existiert, das New Game das gleich tun würde. Also fragt mich nicht, was das wirklich tut. Vielleicht ist es auch hier, wenn man dann im Spiel ist, eine Option, wieder ins Hauptmenü zu gehen. Dementsprechend meines Erachtens hätte man das auch besser benennen können. Aber gut. New Game. Tutorial. So, Difficulty Settings. Gucken wir mal, was wir haben. 3 Stück. Easy, Normal, Hard. For player trying the game out for the first time, for new player who want to get familiar with the game, not recommended way of playing, interessant. Und dann for players looking for a real challenging Gladiator Guild Manager experience, most fun but not recommended to new players. Alles klar. So, permanent death or home, Gladiators will recover after each arena championship is over. Da kann ich sogar das durchaus nachvollziehen, dass man das sogar aktiviert, aber wir lassen es einfach mal ganz kurz so, um herauszufinden, wie das aussieht. Und dann Days Limit. Day Limit eigentlich, ja, oder? Enabled. You have a certain amount of days to finish all 4 arenas. Also da hätte ich eher so als Standardeinstellung das andersherum erwartet. You may continue playing after surpassing the day limit, but you will not get the achievement for finishing the game. Okay, wir lassen es so und starten das Spiel. Buy your first Gladiator. Go to the Gladiator Market. Da sind gleich relativ viele Sachen hier auf einmal mit dabei, wo man erstmal doch als erstes drauf guckt. So, Gladiator Market. Das ist natürlich sehr interessant zu sehen, dass sie nicht aufgereiht sind, sondern einfach wild dahin geschmissen werden. Es wird uns auch nicht irgendwie gesagt, wen wir kaufen sollen. Oder allgemein, was für Informationen wir hier vielleicht noch rauskriegen sollten. So, gucken wir einfach mal. Rania Longshot. 65 Gold. Gehe ich mal von aus. Wir haben 950. Und ich gehe mal von aus, die 1 soll auf das Level hinweisen. Na, es ist auch interessant zu sehen, es gibt welche, die wir noch nicht kriegen können, weil wir noch gewisse Gebäude, denke ich mal, nicht haben. Wenn ich hier Hunter Cabin sehe, was uns angeblich fehlt. Ja, also ich denke, ich bin natürlich so clever. Anstatt hier irgendein Level 1 Oingo-Boingo zu kaufen, gehe ich lieber auf Level 3. Und das Interessante ist auch zum Beispiel, dass hier gleich hervorgehoben wird, wie viel Geld wir verlieren, würden wir ihn hier kaufen. Ist eine nette Idee, weiß noch nicht, ob es so dringend notwendig ist.
So, The Knight, Millstone Fury. Wir sehen den XP-Balken. Er hat angeblich interessanterweise schon etwas, wenn ich es richtig verstehe. Aber vielleicht kann es einfach nur sein, dass die 1500 von den ersten drei Levels sind oder ähnliches. Strength, Agility, Intelligence, Health, Stamina und Movement. Können wir nichts irgendwie mehr daraus herausfinden jetzt. Das soll also erstmal in Ordnung sein. Und wir sehen, zwei Skills hat er gleich von Anfang an. Hit the enemy, deal damage und block melee projectile oder explosive attacks. Oh. Okay, nicht verkehrt. Was das hier bedeutet, ist auf den ersten Blick leider nicht ganz klar. Aber hey, wir heben. Geben ihm einfach mal. After buying several gladiators, go back. Okay, also wir sollen gleich noch ein paar mehr kaufen. Also, okay, man sieht auch übrigens hier bei Borku the Pharaoh im Endeffekt hat auch da den ersten Slot frei. Das ist der da, alles klar. So, erste Level 1, der wäre also theoretisch natürlich nicht so stark, aber er kommt gleich mit mehr Skills. Melee Attack, Punch, Kick und Weapon Block. Nur zu. So, und dann würde ich sagen, holen wir auch noch hier einen Archer dazu, weil wir theoretisch, denke ich mal, noch einen Slot frei haben. Warum nicht noch einen Ritter? Okay, da sehen wir auf jeden Fall schon, die Namen wiederholen sich zum Teil schon, aber da kommen wir dann später zu. So, back. Start your first arena. Das hat ein bisschen länger gedauert als erwartet. Choose your first fight. There are three types of coupon rewards, what? That you can win. Green, blue and purple. Each is worth more than the previous, but also comes with a more difficult fight. Okay, wir sollen also hier auswählen. Und im Endeffekt wurde uns ja gesagt, einfach, schwer, super schwer oder ähnliches. Item Chance. Ich bin einfach mal so frei und nimm mal das hier. Und wir können bis zu vier Leute da reinschieben. Und das Interessante ist ja, man zoomt am Anfang erstmal relativ weit raus aus dem Kampf. Und ich gehe mal davon aus, dass es dann irgendwo vielleicht Arenen gibt, wo es notwendig ist. Aber man kann auch sehr nah rangehen, was mir eigentlich relativ gut gefällt. Steuerung wird leider jetzt hier erstmal noch nicht erklärt, aber wer so ein bisschen Videospiele gespielt hat, denke ich, ist relativ klar. Mausrad zum Zoomen, linke Maustaste gedrückt halten. Gucken wir mal, ob rechte Maustaste in dem Fall nicht, okay? Um das Ganze jetzt zu bewegen. So, jetzt gucken wir mal. Ich nehme die. Kann ich die irgendwie... Ich kann die theoretisch auch noch platzieren. Ist auch sehr cool, zum Beispiel, wenn man sieht, dass sie einen den Rücken zukehren, wenn sie weiter unten stehen. Eigentlich auch nicht verkehrt. Und ja, ich nehme mal ganz bewusst das ein bisschen so. Dann sind wir ein bisschen stärker, nicht nur von den Leveln, auch so von der Anzahl. Okay, und dann geht es los. Ich denke, die Logik ist relativ offensichtlich. Ein für ein, oder zwei Tanks, die auch so ein bisschen unseren Archer schützen. Und dank den Leveln sind wir auch noch relativ stark so gewesen. Graveyard Tour of Five. Muss ich jetzt weiterkämpfen? Scheinbar. Na, das ist dann auch interessant. Hier wird, denke ich, auch noch hervorgehoben. Also auch hier, denke ich, ganz klar, hier müssen irgendwann Tutorial-Messages noch hinzugefügt werden, die auch nochmal auf das so ein bisschen hinweist, wie viele Leute, denke ich, wir nutzen dürfen. Und da ist natürlich dann sehr interessant zu sehen. Die sind angeblich stark eingestuft. Weißt du was, wir machen es einfach mal. Wir werden mal wissen, was passiert, wenn wir das gerade eben nicht schaffen. So, dementsprechend, wir gehen wieder hin. Archibald ganz nach hinten. Und los. So, in der Theorie müssten wir relativ stark sein. Oh. Ich dachte gerade bei den Viechern. Oh. Ich dachte wirklich, das würde von Mal zu Mal stärker werden, weil die komplette Auswahl, die hier war, war gefährlich. Ich meine, ich bleibe bei denen. Und das ist natürlich interessant zu beobachten. Die werden jedes Mal wieder geheilt. Das heißt also direkt... ups, da wollte ich eigentlich nicht drauf. Wie habe ich das gemacht? Was ist das? Gladiator Upgrades. Okay, back. Oh, der ist zu Boden gefallen. Aha. Okay, ist auf jeden Fall bisher sehr interessant zu beobachten, denn wir zerlegen die einfach ohne Probleme. Oh, das sieht schon so ein bisschen bösartiger aus. Ja, die sind mir ein bisschen zu gefährlich. Gehen wir mal einmal noch mal ganz simpel. Und da sieht man dann auch schon... Weißt du was, ich stelle die mal ganz bewusst hier so ein bisschen weiter nach oben. Ich will mal wissen, ob da ab einem gewissen Punkt nicht sogar eine Logik mit dabei ist. Mhm. Weil hätte ich die da hier hingestellt, wie in den vorherigen Kämpfen, hätte sie vermutlich konstant auf ihn geschossen. Und dementsprechend war schon interessant, mal zu testen, was sie da, diese Einheit denn genau sei.
Okay, 5 out of 5 fights. Next fight. Okay, ich kann hier munter weitermachen. Das Schöne ist, wenn ich hier drin bin, kann ich surrender. 1, 4 out of 5 fights. Open. Okay, also damit kriege ich das Zeug im Endeffekt. Das sind mehr oder weniger Loot Crates. Es soll uns aber auch soweit erstmal recht sein. Achso, und muss ich das selber irgendwie noch? Okay, ich musste eine Sache von denen selber reinziehen. Warum auch immer. Hab den Sound mal ein kleines bisschen leiser gedreht. So, damit sind schon ein Tag vergangen. Okay, go back to the guild. Once you have enough resources, you can buy new buildings, allowing you to hire new types of gladiators as well as houses for more space. Okay, also können wir da mehr Leute bekommen, da irgendwann mehr Inventory und logischerweise allgemein mehr Kollegen. So, bevor wir weitermachen, ich habe scheinbar keine Möglichkeiten, das ist gleich von Anfang an sehr enttäuschend, meine Charaktere umzubenennen. Doch, nice. Ich kann sie also umbenennen. Das ist doch gar nicht verkehrt. So will man das Ganze doch sehr gerne sehen. Und wir gucken einfach mal, gerade mit einem Namen, der so ein bisschen länger ist. Wow, man kann wirklich viel hier an Namensfläche einsetzen. So, once you have enough resources, you can buy new buildings, allowing you to hire new types of gladiators as well as houses. Okay, das ist nicht für den da hier, ich dachte für die Anzeige, sondern für dahinter gedacht. Okay. So, und wisst ihr was? Ich schmeiß einfach mal ich selber noch mit rein. Jeder mag einen Player-Coach. So, dann gucken wir mal. Wir klicken hier drauf. Was haben wir denn so Feines? House erhöht einfach nur die Anzahl. Okay. Barracks, able to hire Night Gladiators. Ich gehe mal davon aus, dass wir das Gebäude schon haben. Und, ja genau. Das können wir grundlegen. Wir haben das, wir haben das. Requires the Graveyard Arena. Waren wir da nicht gerade? Temple of Light, able to hire Priest Gladiators, support units who help by healing or casting magical shields on friendly gladiators. So, und jetzt müssen wir hier oben immer so ein bisschen gucken. Wir haben hier zum Beispiel 65, also wir können das Ganze sicher machen. Das auch gerade so. Das heißt, wenn wir hier natürlich... Achso, die restlichen kann ich alle noch nicht machen. Okay, dann soll es uns natürlich klar sein. Ja genau, weil ich da als erst drauf geklickt habe. In the item shop you can find equipment for your gladiators. Gladiators have one item slot currently, but new item slots unlock every 5 levels. Okay. Dann können wir nochmal ganz kurz gucken. Die haben hier alle so ein bisschen Levels bekommen. Interessanterweise der Kollege eher weniger. Muss also weniger eingesetzt worden sein. Ich denke, hier wäre auch ganz cool, wenn man vielleicht nochmal Informationen bekommen könnte, was für Kämpfe sie wirklich teilgenommen haben. Muss nicht eine detaillierte Übersicht sein, auch wenn das cool wäre. Aber wenigstens zu sagen... Oh, meiner ist komplett dumm. Ist es auch... Ja, auch... Okay, auch Ready Over ist komplett dumm. Okay, ihr seid alle komplett dumm. Okay, hier gibt es auch noch mal ein paar mehr Informationen, die so ein bisschen dahinter versteckt sind und die man aufploppen kann. Aber ich denke, es wäre klar, dass es schön wäre, dass man so eine gewisse Übersicht auch bekommen würde. Selbst wenn es noch heißt, ja, dann 3, 4... Also einfach Statistiken kämpfen teilgenommen. So, Item mal, gucken wir mal. New Gladiators and Items appear in the first row of the shop after each battle. Be sure to keep your eyes out for the best deals as price and quality can vary. Mhm. New Gladiators and Items appear in the first row. Okay. Gibt es hier irgendwas, was wir ernsthaft brauchen? Gucken wir mal, was wir hier bekommen haben. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, als ich das ursprünglich gesehen hatte, dachte ich, das wären 3 Rüstungssachen oder ähnliches. Reflect 30% of the blocked melee damage to attacker. Okay, dann würde ich natürlich sagen, das geben wir mal ganz kurz natürlich hier jemanden. Unequip items. Okay, man kann das auch insgesamt einfach sagen. Einen Button, um das alles wegzunehmen. Cool wäre meines Erachtens auch, wenn man die Möglichkeit hätte, wenn man einfach hier rausklickt, hier auch wieder von diesem Screen wegzukommen. Oder einfach allgemeine Alternativen zu bieten. Gucken wir mal ganz kurz, wenn ich hier draufklicke. Escape Tilt würde es theoretisch auch tun. Okay, gut. So, gucken wir mal. Wir haben theoretisch jetzt die Möglichkeit... Oh, hier. Was bist du denn? Elmen the Encourager. Invigorator. Ist das der Name seiner Klasse? Ja. Invigorator. Das ist ein merkwürdiges Wort. Hit... Give buff to friendly unit. Which increases strength and agility. Okay, ich muss ganz ehrlich zugeben, gerade so mit diesem Mundschutz hatte ich eher an sowas wie ein Thief gedacht.
Das ist dementsprechend sehr interessant zu sehen, dass wir hier schon irgendwelche Necromancer bekommen. Und Hunter. Aber die befehlen uns schlichtweg noch. Und dann können wir auch nochmal ganz kurz gucken. Barracks Archery Berserker hat Fire Tower. Pyromancer Gladiators. Priest. Cryomancer. Finde ich so ein bisschen übertrieben, dass wir dafür 20 die Sachen brauchen, aber gut. The Vorg Gladiators. The Hunters, the Invigorators und the Necromancer. Ich denke auch hier sollte klar sein, dass da vermutlich noch einiges mehr geplant ist. Ich denke, das ist so ein Spiel, das davon lebt, dass man möglichst viele unterschiedliche Kombinationen hat, die man dann in die Kämpfe nochmal schicken kann. So, wir können auch nicht mehr allzu viel machen, also gehen wir wieder zurück und... Oh man, das muss ich ehrlich zugeben, habe ich... Ah, das ging diesmal schneller. Interessant. So ein bisschen verpennt, dass wir scheinbar immer grundlegend 5 Kämpfe machen müssen. Okay, Level 3 Archer. Wir können 3 Leute da reinschicken, also... Oh, sie steht da interessanterweise sehr weit außen. Aber sind wir doch relativ clever und machen das irgendwie so. Ja, sie ist abgelenkt. Die Schüsse machen auch kaum Schaden. Warte, sehen Sie, hat es versucht und sie ist sogar ausgewichen. Nice, sehr gut. So, next fight. Haben wir ein paar von denen. Wir können 4 von uns reinschicken. Dann müssen wir mal ganz kurz gucken. Machen wir das doch ganz simpel so, so. Und dann irgendwie so, dass da oben nur, falls aber ausgeholfen wird. Nope, da wurde sofort ignoriert, aber... Unser Freund Weißbrot ist so stark. Selbst auf Level 1, jetzt zerlegt die ohne Probleme. So, dann probieren wir das gleiche hier. Leover ist bereits eine Stufe höher. Und wir machen hier wieder die Idee, um hoffentlich so unter... Ja, sehr gut. Okay. Diese Kreatur hatte so überhaupt nichts zu lachen. Oh, Level 6 Archer. Okay, weißt du was? Ich will einfach mal wissen, wie gefährlich... Ich darf nur 2 dabei haben. So, dann muss ich das mal ganz kurz ein bisschen weiter wegstellen. In der Hoffnung, dass... Oh ja, sie versucht definitiv auch hier gelegentlich runterzuschießen. Aber dadurch, dass der Kollege so gebumrushed wird, keine Chance. Und entsprechend, wir machen das hier einfach munter weiter. Gehen aber diesmal so ein kleines bisschen anders. Und zwar irgendwie so. Denn ich habe das Gefühl, dass der Kollege sehr viel Schaden anrichtet. Okay, also bisher, und zugegeben, das ist halt die allererste Arena nur. Es wirkte alles noch sehr, sehr simpel, sehr, sehr einfach. Aha, okay, da kriegen wir nochmal einiges Zeug dazu. Increase Agility and Strength. Okay, interessant, wie die Farben genutzt werden. Ich gehe mal davon aus, dass die Farben... In anderen Spielen, sagen wir es so rum, kennt man, dass Rot eher negativ bedeutet. Hier wird es vermutlich der Fall sein, Agility ist einfach orange von der Farbe, Strength ist rot. Finden wir es mal ganz kurz heraus. So, wir haben auf jeden Fall hier tatsächlich ein Achievement für bekommen. Finde ich eigentlich schon sehr beeindruckend, dass man hier sich die Zeit dafür genommen hat. So, The Farm. Also wir müssen tatsächlich 5 Kämpfe schaffen, um die nächste immer freizuschalten, beziehungsweise in dem Fall dann 6. Halt dann also so ein bisschen verschlafen. So, die große Frage ist... Wir brauchen 50 und 35. Das haben wir also noch nicht. Aber wir haben immerhin... die Möglichkeit schon mal freigeschalten, es in der Zukunft dann bauen zu können. Okay, gucken wir mal trotzdem nochmal hier so ein kleines bisschen rein. Wir hätten nämlich die Möglichkeit, hier eine weitere Person zu bekommen. Cryomancer. Sieht ein bisschen ulkig aus. Ansonsten ja hier, rot, orange, genau. So wie ich es eigentlich mir gedacht hatte. Ja, und das ist natürlich die Situation, dadurch, dass wir aktuell keinen Platz haben. Klar, wir könnten überlegen, eine Hütte zu bauen. Wir hätten theoretisch auch genug. Entsprechend mache ich es auch ruhig einmal. Die große Frage wird nur sein, ich habe nur noch einen Slot. Was passiert, wenn ich alle Slots zu habe? So, ich würde einfach mal sagen, wir kaufen einfach mal noch hier diese Person dazu. Benennen das auch ganz kurz einfach mal um. Mein Glückwunsch. Und ja, schön, dass wir einen Bogen bekommen, den wir aktuell nicht nutzen können. Hey, Plants vs. Zombies. Und zwar, so. Das sieht natürlich hier schon eine ganze Ecke gefährlicher aus, gerade weil wir ja schon gesehen haben, die Orks können zum Teil gut austeilen. Das heißt also, und das ist zum Beispiel auch hier interessant zu beobachten, das ist also schwerer, weil wir weniger Leute theoretisch in den Kampf schicken können. Okay, ich bin mal so frei. Jetzt bin ich weniger cheeky. Und... Wir gucken einfach mal. So, du möglichst weit weg. Sehr gut. Oh, da muss man vermutlich auch lernen, dass wir vielleicht auch ein bisschen, what the, hilfreich zu wissen, was für Reichweiten die zum Teil haben oder haben müssen.
Denn inzwischen hat sie gesehen, dass die konnte nicht sofort los sein, was, wie es in Ordnung geht. Aber je nachdem, wie die Kämpfe in der Zukunft vielleicht verlaufen, wäre es natürlich schön doof, wenn die Leute draufgehen, nur weil wir nicht wussten, wie nah, wie weit fern die sein müssten. Und das ist natürlich auch interessant. Ein Level 3. Traue ich mich an das daran? Brigant. Oh, das sind also schon so ein paar dabei, die wir noch nicht haben. Back. Marauder. Ja, und das ist natürlich dann ganz klar. Sowas wie Ghouls in der Zukunft selber bekommen zu können, wäre halt nun mal sehr schick. So, wir gehen einfach mal wieder hier. Oh, die sind sehr weit auseinandergezogen. Macht das Ganze so ein bisschen unangenehm. So, ich würde mal sagen, du gehst hier wieder nach oben und wir wissen, du musst ein bisschen näher ran. Ja, man sieht schon. Oh! Und damit hat sich einer verabschiedet. Das ist natürlich bitterbös. So, wir wissen aber theoretisch, der ist... Oh, war noch ich auch noch. Super. 3 gegen 3. Gefährlich ist es natürlich. Okay, wir werden einfach mal das Ganze weiter versuchen. Ja, da ist natürlich jetzt hier schon so ein bisschen tricky. Oh, Heilerin. Okay, da ist ein gewisser Cooldown mit dabei. Man sieht aber nicht wirklich, warum. Wenn man sieht, die haben da theoretisch so ein, ich denke mal, Stamina-Balken. Aber der sagt nicht aus, wann sie angreifen. Und da ist dann halt dann auch so die interessante Frage, ob man da irgendeine Logik irgendwann rausziehen kann. Zumindest auf den ersten Blick noch nicht. Ja, Heide auf jeden Fall sehr wichtig. So, das ist eine dumme Kombo. Die ist viel zu stark. Ja, ich bin mal so frei. Gehe mal eher die etwas schwächere Richtung. Und ich schicke dich noch unten mit der Hoffnung. Hast du dich jetzt? No, du wurdest wieder reingeschoben. Dass hier gleich auf den Heiler von Anfang an geschossen wird. Oh, da wurde sich selber das Schild gegeben. Ja. Okay. Ganz absichtlich diese Formation gewählt, weil ich wusste, dass die nicht sehr stark sein werden. Level 10. Sicher. Also, da finde ich interessant, dass man 3 Schwierigkeitsgrade angegeben hat. Aber man hat definitiv das Gefühl, dass das nicht immer unbedingt stimmen muss. Wo man dann meines Erachtens auch überlegen könnte, ob man nicht unbedingt grundlegend, aber vielleicht optional, wenn man schon sowas wie Permadeath als Überlegung hat, dass man auch sagt, dass die Schwierigkeitsgrade nicht immer zwingend 3 Stufen sein müssen. Oder alle 3 Stufen. Dass man auch manchmal sagt, hey, sind nur blaue dort oder nur epische. Klar wäre das ein bisschen brutal, aber wenn man das sich hier gerade anguckt, das ist auch nicht etwas, das man ganz kurz mal macht. Dementsprechend muss ich jetzt eigentlich schon fast überlegen. Nee, du hast die Möglichkeit zu reflektieren. Es geht also weiter in Ordnung. Ich denke, das halbwegs so zu machen. Wir müssen jetzt nur hoffen, dass die Level 10-Tante uns nicht zu sehr zusetzt. Oh oh. Heilerin selber hier. Der hat die, also dafür, dass sie im Endeffekt nur auf unseren anderen Archer geschossen hat, hat die viele Angriffe getankt. Ein Level 12. Das würde ich eigentlich schon fast mal miterleben wollen. Nur 3 Leute. Aber mit einer Heilerin an der Seite, vielleicht schaffen wir das. Mir kippt. Ja, mit Heilerin, mit ein bisschen... No, nicht zu nah an die Heilerin. No! Das könnte jetzt böse werden. Aber wir haben noch ein Schild. Wir hatten noch ein Schild. Das Problem war ernsthaft, dass der Kollege zu der Heilerin geschubst worden ist. Wäre das nicht passiert. Okay, und hier kann ich natürlich dann definitiv sehen. Hätte man Permadeath angehabt, wäre das etwas böse für uns geendet. Aber so haben wir die Möglichkeit, einfach das weiter zu verfolgen. Also definitiv ohne Permadeath ist es nochmal einen ganzen Ticken einfacher. Abgesehen logischerweise, dass wir einen Tag damit jetzt verbracht haben. So, das Wichtige ist meines Erachtens natürlich auch, wir müssen eigentlich immer im Gladiatorenmarkt gucken, was haben wir denn zur Option? Denn hinzugehen und Priester zu kaufen, nur um dann zu sehen, oder freizuschalten, nur dann, dass da kein Priester wäre, das wäre ja alles schön dumm. Ja, und das ist natürlich die große Frage. In der Zukunft ganz speziell. Wie groß können denn solche Kämpfe werden? Denn ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich viel Laune machen würde, wenn man sagen wir mal 30 gegen 30 kämpfen würde. Weil da schon so ein bisschen Taktik natürlich aufploppen würde. So, ich würde mal sagen,
Wir versuchen einfach mal. Ja, das muss ich auch ganz ehrlich zugeben, die Tempel oder die Gebäude könnte ich euch jetzt nicht wirklich sagen, was es immer ist. Requires Farm Arena. Achso, wir müssen es erst freischalten. Was natürlich ein großes Kino ist, denn wir haben hier nur Cryomancers. Ich kann aktuell Cryomancers noch nicht bekommen. Und einerseits finde ich das gut, andererseits ist es aber auch so ein bisschen merkwürdig. Dementsprechend aktuell brauche ich von denen eigentlich nichts kaufen. Aber man müsste eigentlich jetzt schon ernsthaft überlegen, ob man nicht das Gold sogar ein bisschen nutzt, um Leuten so ein bisschen mehr zu geben. Ich denke, man könnte auch überlegen, vielleicht allgemein, wenn auch optional als Option, dass man die Preise auch gleich hier hervorhebt. Denn man sieht ganz klar, okay, wenn die alle 10 geben, dann will man schon jetzt mit dem günstigsten gehen, was in dem Fall hier in dem Fall 120 wären. So, meine Frage ist, Right-Click. Interessant, dass man nicht hier einfach rüberzieht ins Inventar. Interessante Entscheidung. Ich denke, ist auch klar, man muss dann natürlich genau überlegen, was man tatsächlich kaufen möchte. Das ist zum Beispiel relativ günstig. Und ich kaufe auch nochmal einen von denen. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, das so zu machen. Du kriegst das Geschwindigkeitsding. Achso, kannst du den Bogen einsetzen? Ach ja, richtig. Archer. Ich hatte an den Hunter gedacht, den wir noch nicht freigeschalten hatten. Und dementsprechend hatte ich das nicht gegeben gehabt. Sondern würde ich natürlich sagen, du auch noch. So, wichtig ist, die haben Level 5 erreicht. Dementsprechend haben sie ihren zweiten Slot freigeschaltet. Meiner, weil er zu lange tot war, ist leider noch nicht so weit. Also, ich muss ganz ehrlich zugeben, hier gibt es, wo man die insgesamt noch nicht allzu viel ist, eine Demo, wie schon angemerkt. Aber das, was ich hier sehe, gefällt mir eigentlich ganz gut, weil man halt schon so ein bisschen versucht durchzuplanen. Die große Frage wird dann halt nur sein, wir haben ja hier schon so eine gewisse Andeutung für Gladiator-Upgrades bekommen gehabt, was da tatsächlich noch in der Zukunft weiter geplant worden ist. Also zum Beispiel die hier. Vom Level her müsste man die schaffen. Also was? Und das ist so ein bisschen das Ulkige natürlich. Wir probieren einfach mal so ein bisschen. Wir haben Möglichkeit, 5 Leute da reinzuschicken. Und da muss man natürlich ab einem gewissen Punkt dann auch hinterfragen. Ja, so waren es noch ein bisschen weiter runter. Ja, sehr gut. Ab welchen Punkten man wirklich überlegen muss, mehr als, sagen wir mal, einen Heiler zu haben. Denn es sollte klar sein, ihr versucht es zwar, also wirklich alle auf einmal zu heilen, ist schwer. Aber das lief alles sehr gut. So, das sind Pyromancer. Die Combo sollten wir eigentlich gebacken bekommen. Ja, also hier, also die Idee gefällt mir sehr gut, dass immer zufällige Kämpfe sind und auch zufällige Voraussetzungen. Bisher. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Sache, die man am Anfang natürlich noch nicht so richtig weiß, wie aggressiv man wirklich zum Teil rangehen muss. Könnte man theoretisch das Spiel durchspielen, wenn man immer nur die einfachsten Kämpfe nimmt? Die theoretisch einfachsten Kämpfe. Oder wird man ab einem gewissen Punkt gezwungen sein, selbst in Kämpfe sich zu stürzen, die gefährlicher sind? Ich denke, das könnte vielleicht so ein bisschen fies sein, aber auch hier muss man natürlich wichtig anmerken, und das mittlerweile muss ich zugeben, gefällt mir ganz gut, zumindest als Option, dass man das Limit, das Zeitlimit entfernt. Wenn man sagt, ich will einfach nur die Kämpfe genießen, die Herausforderung, das in der Zeit zu schaffen, ist mir egal, die Option existiert. So, 4 gegen 4. Wen würde ich denn da reinschicken? 1, 2, 3, 4? Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht, was ich von den, in dem Fall Pyromancern, zu halten habe. Und da ist, denke ich, so ein bisschen das Fiese. Man bekommt so ein paar Werte, aber dadurch, dass man kein Mouseover bekommt, was es genau tut, ist es halt nicht selbstverständlich. Ich bin jetzt mal so feige und gehe hier mit an den Schwächsten mit all meinen Leuten rein. Ja, und das hat natürlich dann auch relativ. Oh, man kann damit das Ganze anhalten. Man kann sich zwar hier so ein bisschen angucken, aber dadurch, dass halt hier keine Auflistung ist oder ähnliches. Was ist das hier eigentlich für eine? Achso, man kann das beschleunigen. Ah, okay. Natürlich auch nicht verkehrt. So, 8 und 7. Okay, probieren wir es. Was ist das da eigentlich offiziell? Ein Brigand. Okay, der hat Wurfspeere und Netze. Oh. So, ich stelle dich mal wieder ganz da nach unten. Und wir gucken mal, ob wir das gebacken bekommen.
Ja, das Übel ist, dass Leute zu Boden geschleudert werden können. Ich weiß nicht, was man dafür machen muss, was da für eine Statistik vielleicht existiert. Auf welche Stats man dafür achten muss, aber das ist natürlich übel. Wir hatten ja schon häufig genug gesehen, dass da jemand zu Boden geworfen worden ist und dann einfach abgeschlachtet. 2 und 7. Aber dafür halt nur 3 Leute. Aber ich würde sagen, wir probieren das trotzdem mal mit unserer hier bekannten Combo. Denn wenn der Ork fällt, mit ein bisschen Glück... Oh, oh. No, 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 no. Don't shoot the... Oh, die hat sich selber ein Schild gegeben. Gerade rechtzeitig. Denn da ist natürlich dann auch relativ offensichtlich, wir müssen, selbst mit unserem Schutz, dass Leute nicht permanent sterben, versuchen alle Leute, die speziell so ein bisschen wichtiger sind, wie die Heilerin in dem Fall, die dürfen jetzt hier noch nicht draufgehen, bevor wir alle 6 Kämpfe geschafft haben. Das ist natürlich auch interessant zu beobachten. Ja, sie sind alle vom Level niedriger. Probier mal den da. Ein bisschen weit auseinandergezogen, das ist eine Gefahr. Aber mit ein bisschen Glück kriegen wir das hier backen. Oh oh. Das war doch schon wieder meiner einer, der fast draufgegangen ist. Jupp. Okay, ein Kampf noch. Level 17. Das ist ja abartig. Man müsste die eigentlich schon fast snipen. Wenn man die sofort ausschaltet, dass das, der Kollege nicht das Schild bekommt. Ich meine, das ist der letzte Tag. Oh boy. Wir probieren unser Glück. Wir gehen logischerweise wieder hier mit der Formation. Hoppala. Wir hoffen einfach mal, dass wir hier irgendwie die Magierin, no, die Heilerin hier snipen. Oh wow, der eine ist so gut wie einfach ausgeschalten worden. Holy shit. Das hatte ich mir so ein bisschen anders erhofft. Wow. Also, Level darf man wirklich nicht unterschätzen. Ja, und das ist natürlich dann wieder mal bezüglich Time Limits die große Frage. Wie häufig darf man denn das versaubeuteln? Habe ich ernsthaft Probleme, wenn ich 3 Tage zum Beispiel nicht gewonnen habe? Etc. Denn ich denke, das wäre das Übelste, wenn man es wirklich bis zum Ende schafft und dann merkt, oh, mir fehlt ein Tag oder ähnliches. Also ich kann definitiv immer verstehen, wenn Leute nicht der größte Fan von Time Limits sind. Es gibt 1, 2 Spiele bei mir, wo ich Ausnahme diesbezüglich habe. Dead Rising zum Beispiel. Aber ansonsten bin ich auch eigentlich kein großer Fan von Time Limits. Und dementsprechend finde ich es zumindest sehr angenehm, dass man hier einem die Option bietet. Also bisher finde ich das Spiel sehr, sehr cool. Ich denke, die große Frage wird dann halt nur sein, und da können wir ja ganz kurz mal hier nebenbei gucken. Das Schöne ist, die Musik läuft auch im Hintergrund weiter. Also gucke ich einfach mal, ob es hier schon irgendwelche Aussagen gibt, was man hier in der Zukunft vielleicht bekommen könnte. Ich hatte nur gesehen gehabt, dass sie in der Library bereits hervorgehoben hatten, neue Quirks zum Beispiel haben sie mit dem letzten Beta-Patch hinzugefügt. Mehr Items, mehr Synergies, also da ist vermutlich, oder hoffe ich einfach mal, dass da wirklich viel möglich ist. Denn das, was ich hier einfach bisher gesehen habe, gefällt mir eigentlich doch sehr gut. Wichtig ist, es gibt bisher leider keine genaue... Okay, das ist natürlich interessant. Sie haben, wenn man einfach unter den Screenshots hinscrollt, ein Coming Soon. Keine genaue Angabe. Wenn man dann aber neben den Screenshot rechts guckt, dann haben sie da schon ein Release-Datum mit dem 14. Oktober. Also, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht, wie interessant es ist, das wirklich als Videoserie irgendwie durchzuspielen, aber wenn ihr Interesse haben solltet, wäre ich sogar durchaus bereit, da mehr davon zu machen. Okay, also man sieht zum Beispiel hier in Videos, da gibt es auch definitiv sowas wie Tiere, die man scheinbar anheuern kann. Also das ist wirklich das, was ich mir so erhoffe, möglichst viele unterschiedlichste Optionen zu bieten. Zum Teil von mir aus auch ein bisschen durchgeknallter. Klar, von mir aus in diesem Mittelalter-Theme können sie es ganz gerne beibehalten. Aber die Idee, dass man hier so richtig viele Optionen bekommt, so wirklich auch das Gefühl bekommt, dass jeder Playthrough für jede Person anders ist. Einfach weil man halt die unterschiedlichsten Sachen haben kann. Vielleicht zum Teil auch überlegen muss, was man überhaupt kauft. Oder man geht hin und sagt, man kann grundlegend alles bekommen. Keine Ahnung, was da die richtige Schiene, welche Spur man da wirklich einnehmen sollte. Aber von dem, was ich bisher sehe, das gefällt mir sehr gut. Und dementsprechend bedanke ich mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch ebenfalls gefallen. Und bis dann.